So, liebe Cocker-Verrückten, ich zeige euch jetzt mal was. Das ist Cookie. Ich glaube, der ist 8 oder 9 Jahre alt, kastrierter Rüde und wurde früher immer geschoren. Ich habe Fellaufbau gemacht und trimme ihn runter, teilweise mit einem Coat King, mit einem Trimmmesser nach dem Waschen. Ja, ich wollte euch das mal zeigen. Hier sieht man das hier ganz gut, dieses Wollige. Das hier, das man gut rauszupfen kann. Hier dieses ekelhafte, stumpfe, weiche Haar. Und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich damit jetzt umgehe. Vor dem Waschen nehme ich ein stumpfes Trimmmesser und gehe, wichtig ist, im 45 Grad Winkel drüber. Nimm mir eine Stelle und ziehe es einfach mal so durch. Warte mal, Cookie, du musst mal ein Stück rum. So. Die Einstellung mal wieder ein bisschen besser machen. So. Also ich habe immer noch kein Stativ und kein Mikro. Kommt aber. So. Einer Stelle und da seht ihr schon, wie schön hier diese ganze Wolle rauskommt. Immer die Haut ein bisschen spannen. So, rüber. Hier, Cookie. Ein bisschen weiter weg. So. Ja, ich weiß. Alles Scheiße aus der Mutti. Und wichtig ist, wie gesagt, dieser 45-Grad-Winkel, weil ansonsten schneidet ihr und somit ziehe ich jetzt wirklich nur diese stumpfe Unterwolle raus, die raus muss. Und das mache ich sehr gerne vorm Baden, weil da das Haar noch ein bisschen stumpfer ist und besser rausgeht. So, jetzt zeige ich euch mal den Unterschied. Sorry, das war meine Hand. So, das ist das, was ich jetzt eben gerade mit ein paar Zügen rausgetrimmt habe, mit dem Messer. Und wenn ihr das mal seht, das hier war die Stelle. Da kommt schon wieder schönes weißes Haar durch. Und eben dieses wunderschöne, zarte, seidige Deckhaar. Hier. Also immer schön, ich probiere es nochmal so. Hier ist jetzt noch was. Und hier. Schauen, ob ich das Handy so halten kann. Kann ich natürlich nicht die Haut treffen, weil ich das Handy in der Hand habe. Aber ihr seht das jetzt hier schon richtig gut. Und wenn ihr euch das mal auf eine dunkle oder eine weiße Oberfläche legt, also das helle Haar wahrscheinlich jetzt auf eine dunkle, und mal guckt, ihr habt die Haarwurzel immer mit dran. Ja, genau, legt mich hin. Und so könnt ihr selbst kontrollieren, ob das Messer stumpf ist, ob ihr das richtig macht. Im 45-Grad-Winkel, hier sieht man das auch nochmal schön, hier an seinem roten Fleck. So, da haben wir das Ganze schön rausgetrimmt. Hier an den Seiten. Hier dieses ganze flusige Zeug. Wenn ich ihn jetzt zupfen würde, würde es ihnen auch arg wehtun, dadurch, dass er kastriert ist. Hat sich das Haar natürlich ein bisschen verändert, aber mit dem Trimmmesser kriegen wir wirklich schön alles raus, ohne das Haar oder die Haut kaputt zu machen. Stelle euch auch ein Vorher-Nachher-Foto nochmal zur Verfügung. Seht ihr mal, wie Cookie vorher aussah und wie er danach aussieht. So, jetzt seht ihr hier schon diese Straße, die wir hier schön abgetrimmt haben. Ja, und nachher ist er wieder richtig schön weiß und seidig. Ja, Cookie, zeig dich mal, wie du aussiehst. Kuckuck. Ja, er hasst das. So, das ist Cookie. Cookie. Er singt immer. Bis nachher.